Herzlich willkommen bei Schnappfisch. Im September sind die Bundestagswahlen. Wisst ihr schon, wen ihr wählen wollt? Um euch die Entscheidung zu erleichtern, haben wir einige Beiträge über verschiedene politische Themen erarbeitet. In Zusammenarbeit mit TIDE haben wir Schüler der Gila-Trebitsch-Schule Tonndorf die Möglichkeit gehabt, mit Politikern der FDP, der SPD und der Grünen zu sprechen. Die CDU musste kurzfristig aufgrund von Krankheit leider absagen. Kommen wir nun zu unserem ersten Beitrag zur Bildungspolitik. Ein Thema, von dem alle Schüler und Schülerinnen in Hamburg betroffen sind. Abi nach 12 oder 13 Jahren, was ist sinnvoller? Denn wir Schüler müssen viel mehr Leistung und wesentlich weniger Zeit aufbringen. Ist den Politikern das überhaupt bewusst? Also grundsätzlich, glaube ich, muss man erstmal konstatieren, G8 so einzuführen, wie das jetzt geschehen ist, ist ein Problem und viele Leute fühlen sich unsicher damit und ich glaube, das ist etwas, worauf man reagieren muss. Wir halten es nicht für sinnvoll, das Gymnasium jetzt einfach auf 9 Jahre einfach so zu erweitern, weil man sich dann schon faktisch fragen muss, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Gymnasium und einer Stadtteilschule? Wir verlangen gerade hier vom Hamburger Schulsenator, dass er erstens nach wie vor die Bildungspläne noch mal genauer anguckt und mehr entrümpelt, da ist immer noch zu viel drin. Und dass zweitens auch mal eine Diskussion geführt wird, auch auf Ebene der Kultusminister, über die Frage, ob die Stundenzahlen, die da festgelegt sind, die jährlichen, ob die wirklich so sein müssen oder ob die auch geringer werden. Allerdings sind wir nicht der Auffassung, dass man deshalb in Hamburg den Gymnasien freistellen sollte, ob sie jetzt G8 oder G9 machen. Mhm. Denn wir haben ja eine Stadtteilschule in Hamburg und gerade wir von der FDP haben ja dafür gesorgt mit dem Antrag, den die Sozialdemokraten übernommen haben, dass man auch vom Gymnasium jetzt innerhalb der Oberstufe an die Stadtteilschule wechseln kann und sich dann 3 Jahre noch Zeit zum Abitur nehmen kann. Da unterscheide ich immer gerne zwei Punkte. Einmal inhaltlich, das ist ja ein Projekt, was damals noch unter einem FDP-Schulsenator eingeführt wurde. Es war die alte Koalition FDP, CDU und Schill. Die haben gesagt, wir wollen sozusagen G9 abschaffen und G8 an Gymnasien einführen. Da kann man inhaltlich kritisch zu stehen. Ich habe da auch meine Position, ob das damals so eine gute Idee war, das würde ich jetzt hier mal bezweifeln. Aber wir haben seit 10 Jahren diese Schulstruktur. Und eins hat die SPD immer gesagt, wir wollen an der grundlegenden Schulstruktur in den kommenden 4 Jahren nichts ändern. Und all diese Unruhe zu schaffen an den Schulen, halten wir für nicht sinnvoll. Wir haben ganz andere, viel größere Probleme, glaube ich, im Bildungsbereich. Und deshalb sagen wir auch von der SPD, wir bleiben bei G8, um auch sozusagen den Schulfrieden hier zu gewährleisten. Auch wenn den Politikern unsere Probleme bewusst sind, gibt es wohl kaum Hoffnung auf Änderungen. Es gibt ein Abitur nach 13 Jahren an der Stadtteilschule. Wer das will, der kann an die Stadtteilschule gehen. Ja. Und zwar eben auch jetzt noch wieder nach der 10. Klasse. Das ist etwas, was wir von der FDP aus der Opposition heraus beantragt und auch durchgesetzt haben. Zu unserer großen Freude und Überraschung haben die Sozialdemokraten da mal mitgemacht. In Hamburg kann man ja nach 13 Jahren Abitur machen, wenn man Abitur auf der Stadtteilschule macht. Das ist nicht schlechter, auch nicht besser als das auf dem Gymnasium. Und vor diesem Hintergrund glaube ich eben, dass es eben die eben dargelegten Probleme gibt, wenn man das einfach im Gymnasium jetzt auch nach 9 Jahren machen würde. Man wüsste dann nicht mehr, was eigentlich der Unterschied zwischen Gymnasium und Stadtteilschule ist. Und das würde so viel durcheinander bringen, dass dadurch nichts gewonnen wird. In vielen Schulen muss der Unterricht oft ausfallen, weil nicht genügend Lehrer vorhanden sind. Besonders bei dieser Problematik gehen die Meinungen überraschenderweise weit auseinander. Also das muss man auf jeden Fall ernst nehmen und ich glaube, man muss da genauer hinschauen, wie man eigentlich einen Lehramtsstudiengang in Zukunft gestalten will. Also es sieht im Momentan ja nicht so aus, dass es nun über alle Fächer hinweg einen Lehrermangel gibt. Es gibt einen in den Naturwissenschaften, das ist richtig, das hat aber was mit der, ich sag mal, traditionellen Ferne von geisteswissenschaftlichen Studien zu Naturwissenschaften sicherlich auch zu tun in Deutschland. Ich glaube, mittel- und langfristig müssen wir schon überlegen, ob erstens das Lehramtsstudium und zweitens auch die Struktur der Beamtenschaft, die Struktur Lehrer ist automatisch Beamter, ob das alles so bleiben kann, also auf die nächsten Jahrzehnte hinaus, darüber muss man mal diskutieren. Ich glaube aber, dass wir uns in Hamburg da relativ wenig Sorgen machen müssen, weil diese Stadt ist sehr attraktiv, viele Menschen wollen hier leben, die Stadt wächst nach wie vor, da ziehen auch Lehrer zu. Ich habe ja selbst auf Lehramt studiert, bin ja selber Lehrer, noch nicht so lange und ich sehe da noch keine Defizite. Am meisten hat uns aber doch interessiert, wieso wir Schüler so wenig bzw. gar nicht in so wichtige politische Entscheidungen wie die Einführung des G8 eingebunden werden.
Schüler an politischen Gesetzgebungen zu beteiligen, das befürchte ich eindeutig. Also ich denke da mal an die Aktion Jugend im Parlament. Und wenn man mal genau schaut, was wir in diesem Jahr in Jugend im Parlament, ganz aktive Schülerinnen und Schüler von ganz vielen Schulen, was die uns in die Ausschüsse reingebracht haben, dann gab es da erste Ergebnisse. Und genau zu diesem Punkt, G8, G9, haben wir eine Änderung auch durchgeführt. Die Schüler müssen da sich mehr einbringen von sich aus, aber sie sollten auch mehr Gehör finden. Ich finde aber, dass man recht hat an dem Punkt, dass die Meinung der Schüler an dieser Stelle meistens leider untergeht. Und das ist ein Problem und sollte überlegt werden, ob man das nicht durch sinnvolle Verfahren einbinden kann. Ist auch ein Grund, warum ich immer dafür plädiere, dass in Hamburg demnächst Jugendliche ab 16 Jahren wählen dürfen. Wir sind wirklich gespannt, ob die Ideen, Vorschläge und Versprechungen zu unseren Gunsten diesmal umgesetzt werden oder wir uns wieder vertrösten lassen müssen.